6 Uhr morgens. Wir schauen mal hier am Strand entlang, was hier so Schönes gibt. Da ist nämlich der Promptus, der irgendwas macht. Hat irgendwie Prompt. Alles gut, Prompto? Alles gut? Ja? Erdenmuschel, okay. Hier kann man angeln. Ja. Ach doch, komm. Wir wollen ja alles testen. Nockt! Sieh mal! Was denn? Wenn das Küste beißen und andere an Dickkopfmakrele. Ach, Makrele, komm. Yeah, angeln. So motiviert sie. Moin, moin. Kaufen. Zum Küstenfischen hier? Das ist meine Angel, würde ich sagen, oder? Wir haben Spinnseide 5 und so. Bis hoffentlich bald. Wie mache ich denn das jetzt mit dem Angeln? Hey, Nord, da kann man bestimmt gut angeln. Echt jetzt? Das wäre das erste Mal. Ach so, man muss ja solche Punkte gehen, okay. Angeln. Was es hier wohl für Fische gibt? Wie geht das jetzt? Weiß nicht. Versuchen wir es also, du hast eine Angelstelle erreicht. Alles klar. Hier kannst du nach Lust und Laune auf Fisch fangen gehen. Versuche es am besten gleich einmal. Wähle zunächst eine Stelle, an dem du deinen Köder auswerfen willst. Der Marker auf der Wasseroberfläche reagiert, wenn sich ein potenzieller Fang in der Nähe befindet. Okay. Ungefähre Position von Fischen wird auch auf den Radar angezeigt. So. Der Köder ist ins Wasser eingetaucht. Du kannst die Schnur durch Drehen der Spule einholen. Und so einen Köder bewegen. Zieh die Angelrute dabei geschickt nach links und rechts, um die Beute anzunehmen. Ein Fisch hat angebissen. Reiß die Rute blitzschnell in die Richtung des Pfeils. Der Fisch versucht sich loszurechnen. Richte die Rute in die Richtung des Pfeils aus, um die Schnurspannung zu verringern und den Reißer. Okay. Okay. Sollst du los und kurz die Lage beobachten. So, haben wir den Fisch? Oh, gut gemacht, Nacht. Wir haben einen Fisch. 33, 134 Gramm, also ein Kilo schwer. Schön. Wir haben einen Fisch. Also gezielt angeln, was du gerade brauchst, okay. Je seltener der Fisch, desto höher ist die Qualität, die er erhalten und Zutaten, bla bla bla. So, mach, komm, versuchen wir es nochmal. Da ist so ein blauer, guck mal, da ist so ein blauer, den will ich haben. So, ja. Oh, guck mal. Da. Gut, dass ich ein bisschen eigentlich Fischen gedacht. Ich habe reales Angeln mal gemacht. Man weiß ungefähr, wann man ziehen muss und wann nicht. Deswegen ist das eigentlich fast easy. Aber das ist scheint kleiner zu sein. Oder? Nö, so klein ist er gar nicht. 37 cm, 1,5 Kilo. Eigentlich gar nicht mal so klein. So, machen wir nochmal.
dich will ich nicht. Ich will dich. Du scheinst zu groß zu sein. Der wehrt sich aber gut. Der merke ich auch am Controller, der wackelt extrem. Boah, ja, der wehrt sich gut. Ja, komm. Hab dich. Ja, komm. Wow. Der ist wirklich. 67, 3, Kilo, da haben wir doch. Den wollte ich haben. Angezugehör kannst du. Haben wir jetzt erstmal genug? Wie kann man jetzt hier raus beenden? Will beenden. Beenden! Drück doch beenden, wieso macht er das nicht? Kommt da nicht mehr raus? Wieso komme ich nicht mehr raus? Ich sollte mir das angucken wahrscheinlich. Ja. Sollte mir das angucken, sagt er doch. Jetzt gehen wir zu den Mineralvorkommen. 9 Uhr haben wir. Also Ingame-Zeit. Guck mal, was liegt da? Was ist denn? Rostete Münzen. Sind die eigentlich was wert oder kann ich die einfach so instant verkaufen? Weiß das jemand? Gibt es so Items, die man so einfach so hier ja, dann nimmt? Mal weiter. Ignis, weiter geht's. Einen Moment. Wie ein Moment, ne? Wie ein Moment, wie ist das denn los? Was ist dein Problem? Okay. Jetzt ist die Frage, wo ist die Kiste? Schlaucht alles ganz schön. Du sagst es. Och, hört auf zu jammern, Kinder. Da ist er doch. Echter Knöllchenband, okay. Muss erst noch herausfinden, was das alles so bringt. Glaube. Ja. In dem Fall ist das unter mir, oder? Aufnehmen. Ango, Ongo. Okay. Wolkenlos. Ja. Also ich finde das sehr grauig, voll, das Wetter. Wolkenlos ist was anderes. Fällt mir gerade ein. Wir latschen da gerade tatsächlich hin, ne? Eigentlich dumm. Fällt mir gerade auf. Ist richtig, richtig dumm, dass wir da hin latschen. Geh mal ganz schnell zum Regal da zurück, wir kürzen mal eben ab. Eigentlich sinniger mit dem Auto dahin zu fahren. Automatisches Fahren, Aufgabenziel. Ja. Wäre da. Fall ohne Wiederkehr. Dann machen wir erstmal. Ja, genau. Wir machen erstmal den Datal ohne Wiederkehr. Und dann machen wir den. Das ist doch gut. Ja.
Oh, ein bisschen Musik hören. Aber er fährt uns da jetzt komplett hin. Oh, doof. Ich liebe diesen Laden. So viel Autozubehör. Ja, für einen Technikfreak wie dich sicher toll. Hey, wie wär's mit einer Pause? Auf geht's. Eine Pause. Wir sind gerade Auto gefahren. Lord, komm schon. Was denn? Die wollen nicht. Ja, ist ja gut, ich komm ja mit. Nimm das aber vor mit. Na gut, dann machen wir hier eine Pause, essen. Die sind echt anstrengend, wenn man das immer so macht, wie die das wollen. Hey, wie ist die Lage? Falls ihr Fragen habt, schießt los. So, mal gucken. Das hört sich doch gut an, oder? Was kostet das? 700 Gil. Na komm. Jambalaya. Erstmal. Ja, sehr wohl. Guten Appetit. Oh, das sieht auch super lecker aus. Die haben sich echt Mühe gegeben mit dem Essen, muss ich ganz ehrlich mal sagen. Satt gegessen? Sehr schön. Kommen wir dann jetzt, Jungs. Wie viele Bilder hast du hochgeladen? 2000, 3 Millionen, 899? Weiter geht's. Gladio, gehen wir. Komme. Sagen. Muss ich mal beeilen hier. Die trödeln ganz schön rum, ne? Die Jungs, die hier, die mich begleiten. Muss ich den mal lassen. Ist das heiß. Allerdings. Ach Jungs, stellt euch nicht so an. Hab gerade für euch 700 Tacken rausgegeben, damit ihr was Anständiges zu futtern kriegt. Ihr seid nur am Jammern. Och, Prontos, jetzt hängen wir doch nicht die ganze Zeit von den Füßen. Tja, lasst uns ein paar Knochen brechen. Gute Idee. Ich bin dabei. Oh ja, Knochen brechen! Dank dir. Gern. Los geht's. Wie ist's hiermit? Sehr gut. Du wirst stärker. Mach dir die ausgewogene Kost. Du isst nie das Gemüse. Gemüse. Ja. Du bist ja richtig in Fahrt. Kinderleicht. Geh mal durch. Aber hallo. Fertig. So. Falsch. Müssen wir zurücklatschen, ne? Ja. 39 Bilder. Ja, da haben ja die Leute, die auch im Discord unterwegs sind, so einiges zu schauen. Ja, und ich werde mir das auch nachher gucken. Angucken. Zugespammt worden. Die laufen immer so, als ob die irgendwie einen Stock im Arsch hätten. Der Hammer. Ist das heiß? Ja. Hab mich richtig gut erholt. Bin bereit für die nächste Etappe. Oh, was das? Gute Arbeit. Was kann ich für euch tun? Ja. Der Magen knurrt, wisst ihr Bescheid. Könnte ich mir gut vorstellen. Also, jetzt läuft er komischerweise wieder vernünftig. Aber wenn er normal läuft, also hier draußen,
sofort in die Hocke und keine Ahnung. So, was ich aber jetzt suche. Aufgaben, da muss ich wahrscheinlich hin. Ah, sehr schön. Das habe ich gesucht die ganze Zeit. Die ewigen Jagdgründe. Der Jäger leben täglich mit dem Tod und viele von Daves Kollegen zahlen ihren mutigen Einsatz mit dem Leben. Das ist jetzt bereit, die Erkennungsmarken der Verstorbenen zu holen. Das möchte ich aber jetzt noch nicht machen. Das ist Stufe 5. Was sind wir eigentlich für eine Stufe? Aber ja. Das gehen wir jetzt an. Wo steht das eigentlich? Ach, wir sind Stufe 5. Okay, wir sind Stufe. Jungs. Ich bin nur gerade am gucken, wo der bitte. Das ist doch Promptus, oder? Ne, das ist Gladius. Das ist Promptus. Ja. Du sollst schwul sein? Bulletten mit mir haben? Ah, ich glaube nicht. Schokobo. Ja, Schokobo. Ich soll Schokobo reiten. Alles klar, ich gehe Schokobo reiten. Die 200 Meter machen wir mit dem Schokobo. Ausnahmsweise. Wir testen jetzt einfach mal alles durch. Schokobo mieten. Schießen. Schule ist im Moment tarn eingestellt. Kann ich nicht, muss ich das freispielen. Schade. Müssen laufen. Ach, die paar Meter laufen wir. Echt angenehm hier. Ja, ich hätte auch gerne Schokobos im realen Leben. Auch reale Schokobos haben im realen Leben. Das. Ja, ich muss sie wahrscheinlich erst freispielen. Dachte ich mir schon. In einer Zone werde ich mir sie freispielen später. Schokobo. Ach, die Viecher müssen wir jetzt machen. Alles klar. Vorsichtig. Okay. Greif einen Feind von hinten an. Okay. Alter. Nord, greif den Feind von hinten an. Stecken wir unser Revier ab. Dann mal rein ins Vergnügen. Ist okay? Alter. Ich komm klar. Nord. Sowas solltest du parieren, um eine Chance auf einen Gegenangriff zu haben. Nimm das! Brillant. Kinderleicht. Ignis! Nicht schaffen! Nord, denk daran. Beschwöre für jeden Gegner die passende Waffe herauf. Okay, dann sind wahrscheinlich die jetzt hier. Teamwork, Leute! Wie ist es hiermit? Hier bin ich! Beobachte die Bewegungen deines Gegners. Ja, ja, ja. Und sei vor allem. Wo ist denn noch einer? Ja. Ah. So. Schön. S. Oh, guck mal. 3 S bekommen. Der Kampf war einseitig. Yay. 3 S bekommen. Das war doch super. Das habe ich doch gut gemacht. Schön mit der Lanze. So wie sie gehört, aber wieder auf die Waffe. Und für alle, die nachher wieder wegschalten oder woanders hingehen, behaltet euch im Hinterkopf, am Montag spielen wir wieder Star Wars The Old Republic. Dann geht es mit unserem Schmuggler weiter an dieser Stelle. Und am Dienstag wird dann Mafia 3 weitergespielt. Mittwoch, Donnerstag wieder Star Wars The Old Republic.
Freitag Mafia 3 und am Samstag wieder echt Final Fantasy 15. Ja, das stimmt. Also freut euch schon mal. Achso, wir müssen beide Karten auf der Karte das Symbol markiert. Ach, nach Nebenaufgaben, okay. Ob der Flitzer da drüben aus Insomnia kommt? Du bist's, der Freund von Zelt. Ja. Meine Jungs. Das hat nur 908 Tacken gegeben. Falls ihr Fragen habt, schießt los. So, wir haben jetzt erstmal hier schön getötet. Ich glaube, wir können auch mal tanken einmal, würde ich sagen. Ja, jetzt ein bisschen rumgefahren. Geh mal Tank nehmt. Ja, die kennt sich mit Rohren aus. So. Ja, was ich. Fanservice. Saubere Arbeit, was? Ah, oh, dieser Fanservice. Eieiei. Ich gönn's. Okay. Fahren, Aufgabenziel. Jetzt fahren wir dahin. Nacht. Wir sollten unbedingt Medikamente kaufen. Okay. Wir haben noch genug, Ignis. Warum soll ich mir neues kaufen? Wo hast du das schon wieder erkannt? So, hier sollen wir jetzt Dave finden. Dave müsste doch da vorne. Das ist doch Dave. Da, guck mal. Aber erstmal, bevor wir Dave machen, machen wir das hier. Oh, ihr seid's. Danke für die Hilfe neulich. Dave-Lieferung geben. Eine Lieferung für dich. Ach so. Entschuldigt die Umstände. Und wieder ein paar mehr. Die Lieferung? Was war da drin? Das sind Erkennungsmarken. Schon mal welche gesehen? Jeder Jäger trägt so eine. Ich hab aber Medikamente. Sind das Plaketten mit Namen drauf und so? Wenn du sie hast, dann heißt das wohl... Ja, wir leben ständig mit dem Tod. Und wenn's uns erwischt, bleibt nur das von uns übrig. Wir sammeln die Marken und schicken sie den Hinterbliebenen. War gerade im Begriff, die Umgebung hier nach welchen abzusuchen. Traurige Sache. Okay. Hört mal, wenn ihr zufällig welche finden solltet, dann liefert sie doch bitte bei mir ab. Okay. Wird gemacht. Nicht weit von hier soll es neulich einen Jäger erwischt haben. Fragt am besten auch mal unseren hiesigen Kontaktmann. Unser hiesigen Kontaktmann fragen, okay. Erkennungsmarken also. Für die Hinterbliebenen wichtig, um Abschied nehmen zu können. Mal gucken, Aufgaben. Ist ja nicht leicht, die Armen. Was denn sein? Hier in der Gegend soll einer... Hier, guck mal, hier ist eine Quest. Eine Nebenaufgabe. Wo soll das denn sein? Ja. Können uns ja mal beim Informanten umhören. Ach so, wir sollen erst zum Informanten gehen. Hallo. Alter. Mann, wie das duftet. Zuerst der Informant. Hochzeitskleid wird derzeit in Alticias berühmter Modeschneiderei Westwood angefertigt. Willkommen! Stets zu Diensten. Alle schwere Brocken